Scotland Yard. Guten Abend. Ich möchte einen Mord melden. Mrs. Piper, Chatham House, Victoria Station. Ja, ich wohne ganz unten. Ich bin aber jetzt oben, ganz oben beim Chef im Büro. Mr. Marshall und Sohn, Limited. Keine Ahnung, wer die Leiche ist. Wo? Schräg gegenüber im Büro von Mr. Logan. Ich wollte das Staub wischen und... Warum? Bin ja angestellt, um Staub zu wischen. Ach, ob ihm nur übel geworden ist. Ja, sicher. Mit einem Brieföffner von 7,5 Zoll im Rücken wird ihm übel geworden sein. wie bitte was? Ach, alle Türen absperren, nichts verändern und warten. Das schreibe ich mir lieber auf. Moment, Moment, dazu muss ich Licht machen. Aus Mr. Logans Zimmer ist jetzt hier. Und es ist Mr. Marshall, der Chef. Wollen Sie mir nicht erst mal zeigen, wo die Leiche ist, Mrs. Piper? Dort. Hier? Ja, rufen Sie, wenn Sie mich brauchen. Moment mal! Ich sehe hier leider keine Leiche, Mrs. Piper. Aber die Leiche ist doch bei Gott groß genug. Na, hier... Da war sie. Also, wenn das ein Scherz sein soll, dann hoffe ich, dass der Inspektor Humor hat. Auf dem Weg ist er schon. Wir haben ihn aus dem warmen Bett gescheucht. Hm. Ja, glauben Sie mir, ich habe den Mann doch selbst gesehen. Vielleicht hat er sich ja versteckt. Hm. Seien Sie nicht albern. Hier ist nicht zum Lachen. Ja, also gut, Mrs. Piper, dann erzählen Sie doch mal in Ihren eigenen Worten. Also, zuerst sah ich ihn in Mr. Logans Büro. Ja, ich bin dann sofort hinuntergelaufen, um es meinem Mann zu erzählen. Fred, habe ich gesagt, Fred, da oben liegt eine Leiche. Und Fred ist blitzschnell, wenn es darauf ankommt. Er hat seine Zeitung weggelegt und hat gesagt, du gehst sofort wieder hinauf und rufst die Polizei an. Ein Mann der Tat. Nicht wahr? Ich also wieder. Aber ich wollte lieber von hier aus telefonieren, nicht aus dem Zimmer mit der Leiche. Und als ich hier das Licht machte, hab ich geglaubt, es trifft mich der Schlag. Er lag plötzlich hier, auf diesem Sessel. Wer jetzt? Ein toter Mann? Ja, der Chef! Und wo ist er jetzt? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er hier war und dass er jetzt verschwunden ist. Das wird Inspektor Baxter gar nicht gefallen, Madam. Was ist denn der Inspektor für einer? Der ist der Schrecken vom ganzen Yard. Der ist heute extra ein paar Stunden früher nach Hause gegangen, weil er ein paar Tage im Bett bleiben wollte, um seine Schnupfen zu kurieren. Das ging wie mein Alter. Wenn sich der hinlegt, bleibt er auch meistens ein paar Tage liegen. Also wenn das hier eine Ente ist, dann will ich nicht in ihrer Haut stecken, Mrs. Piper. Ich kann gar nicht erwarten, sein Gesicht zu sehen. Wo wollen Sie denn hin, Mrs. Piper? Ich kann es auch gar nicht erwarten. Ich fürchte, Sie müssen, Madam. Sie haben doch die Anzeige erstattet. Ja. Zum ersten und letzten Mal in meinem Leben. Ach, so ein Theater. Wie kann denn eine Leiche verschwinden? Ja, besonders wenn sie eingeschlossen war. Hm. Sie haben doch die Türe zugesperrt, oder? Na klar. Wann genau haben Sie die Türe zugesperrt? Ja, 10 Minuten später, als ich mich erholt hatte. Na, ich war außer mir. Der Inspektor wird auch außer sich sein, was? Der ist für seinen Humor bekannt. Ehe der mal lacht, wachsen am Südpol die Pfingstrosen. Sie haben doch nicht etwa getrunken, Mrs. Piper? Nein!
Jedenfalls nicht genug, um weiße Mäuse oder Leichen zu sehen. Oh, das klingt nach unserer Bossmänner. Kann auch nur mir passieren, was? Sehr wohl, Sir. Ich hätte 6 Monate meiner Pension geopfert, nur um im Bett bleiben zu können. Ganz recht, Sir. Guten Abend, Sir. Na, dann zeigen Sie mal. Wo tut's denn weh? Sie meinen, wo die Leiche ist, Sir? Ja, sicher. Wir haben sie noch nicht gefunden, Sir. Wie meinen Sie das? Sie ist weg, Sir. Sie ist... Was? Weg, Sir. Alles, was wir haben, ist die Dame, die sie gefunden hat. Mrs. Piper, Sir. Harry Baxter! Du! Das ist Inspektor Baxter, Madam. Ja, ja, sicher, sicher. Toll siehst du aus mit einer... Wir waren Nachbarn in Ealing. Er hat meine Cousine geheiratet. Sag bloß, du kennst mich nicht. Lily Piper. Früher Lily Harper. Ja, wir kommen noch darauf zurück. Also, Goddard, was ist? Ich warte auf Ihren Rapport. Nun! Also, hier drinnen lag eine Leiche. Und als ich sie diesem Herrn zeigen wollte, war sie weg. Keine Spur von einer Leiche, Sir. Sie wissen, dass es eine schwere Verfehlung ist, die Polizei grundlos zu holen? Aber ich habe doch gesagt, er lag hier auf diesem Sessel. Sie sagten doch am Telefon, er war im Büro von Mr. Logan. Ja, zuerst, aber dann war er hier. Wo genau? Hier, auf diesem Sessel. Na, hier ist er jedenfalls nicht mehr. Er war aber hier. Sir, Mrs. Piper hatte die Anweisung, die Türe abzuschließen, Sir. Unglücklicherweise vergingen 10 Minuten zwischen Hinausgehen und Absperren, Sir. Warum? Ich habe ihn demoliert, Harry. Was halten Sie davon, Goddard? Ich denke, wenn Sie mit heißem Dampf ihn neu bügeln, dann wird er wieder, Sir. Halt! Gesundheit, Sir. Ich sollte eigentlich mit 3 Aspirin im Bett liegen. Sehr wohl, Sir. Du machst mich ganz nervös. Schau. Schau, ich habe meine Hand zittert. Blut! An Ihrer Hand ist auch Blut, Sir. Oh. Der Sessel, Sir. Es ist Blut. Du meinst, es ist von oh, ich werde ohnmächtig. Ich werde nie ohnmächtig. Wo geht es dahin? Ins Büro von Mr. Westerby. Aber die Tür ist immer abgeschlossen. Du musst außen herum über den Gang. Ja. Ja. Ah, Gott, das ist die verdammte Idiot! Sehr wohl, Sir. Ist jemand drinnen, Harry? Nein, niemand. Geben Sie mir den Schlüssel zu Mr. Logans Büro. Da haben Sie doch wenigstens abgeschlossen, oder? Na klar. Schön. Würden Sie mir bitte den Schlüssel geben? Ich habe ihn nicht. Wo ist er? Er steckt. Er steckt. Vielen Dank. Er steckt. Sehen Sie mal nach, Goddard. Man kann nie wissen. Sehr gute Idee, Sir. Ja, die erste Tür links. Vielen Dank, Madam. Wie du da hereingekommen bist. Wow. Ich war ganz weg. Tatsächlich. Also, setzen Sie sich, Madam. Danke. So, und nun erzählen Sie mir Ihre Geschichte von Anfang an. Du meinst, nachdem du weggezogen bist? Nein! Sie haben eine Leiche gefunden und ich möchte die Einzelheiten hören. Mit meinen eigenen Worten? Ja, und mit möglichst wenigen. Also! Bitte kurz, ich bin ein beschäftigter Mann. Wenn du mich schon unterbrichst, bevor ich überhaupt angefangen habe, dann dauert's lang. Also! Sie sind als Raumpflegerin bei Mr. Marshall angestellt, weiter. Ich war bei Mr. Marshall angestellt. Mein Mann auch, er als Hauswart. Ach, erinnerst du dich an Fred? Also wenn ich dir erzähle, dass ich dich getroffen habe.
Ja, Fred ist krank. Er hat sich verrissen. Vor einer Woche hat er Mr. Marshall rausgeschmissen. Ach, warum? Er hat gesagt, Fred eignet sich nicht als Hauswart. Sein Hobby fülle ihn so sehr aus, dass er auf alles andere vergisst. Was hat er für ein Hobby? Er trinkt. Er wurde also rausgeworfen. Ja. Ach gut, das ist nichts Besonderes. Mr. Marshall hatte die Angewohnheit, herumzulaufen und die Leute zu entlassen. Das hat ihm sehr geschadet, das kann ich dir sagen. Du wirst viele finden, denen es gar nicht leid tut, dass er von uns gegangen ist. Gehören Sie auch zu denen? Oh, mir tut's leid, dass er auf diese Art gehen musste, aber ich könnte nicht sagen, dass es mir leid tut, dass er gegangen ist. Keine Spur von einer Leiche, Sir. Gewaltsames Eindringen auch nicht? Nein, Sir. Sehen Sie sich hier drinnen noch einmal um. Sehr wohl, Sir. Wer hat einen Schlüssel zu diesem Büro? Mr. Marshall, seine Privatsekretärin Miss Selby und ich. Ach ja, da gibt es noch einen Reserveschlüssel, den Mr. Marshall in seinem Schreibtisch hat. Zeigen Sie mir. Das kann ich nicht. Niemand hat einen Schlüssel zu Mr. Marshalls Schreibtisch. Ich wette, Sie können. Na ja, vielleicht habe ich an meinem Bund zufällig... Schließen Sie schon auf! Oh, ein richtiger General bist du geworden. Oh, danke. Ganz hinten im letzten Fach. Wo, ich kann nicht sehen. Also, Mr. Marshall hatte ihren Mann entlassen. Genau. Ach, du erinnerst dich an Fred. Das müsste ungefähr 20 Jahre her sein. Ich wette, du hast inzwischen eine riesen Familie. Naja, auf den Nachwuchs musste man ja nach deiner Hochzeit nicht lange warten. Ja. Goddard! Sir? Sie warten draußen. Ja, sehr gute Idee, Sir. Und Goddard? Sir? Waren Sie auch auf der Toilette? Nein, Sir, heute noch nicht. Es wäre aber schon sehr dringend, Sir. Warum? Um nachzusehen, ob Sie etwas finden, natürlich. Sie meinen Spuren, Sir? Jawohl, Spuren! Sehr gute Idee, Sir. Also rechts, ganz hinten. Vielen Dank, Madame. Wie kultiviert der ist. Mrs. Piper, weil wir uns vor vielen Jahren gekannt haben, bin ich geneigt, geduldig mit Ihnen zu sein. Aber wir haben uns nicht nur so gekannt. Einmal bist du mit mir ausgegangen. Ich wette, du hast viele Leute viel weniger verhaftet, als du an dem Abend versucht hast. Wo waren wir stehen geblieben? An der Themse. Ja, bei Mr. Marshalls Leiche. Wie weit war ich gekommen? Nicht sehr weit. Genau wie du damals. Ich habe eine Idee. Ich stelle die Fragen und Sie antworten mir. Das wird uns eine Menge Zeit ersparen. Ja, das ist eine gute Idee. Erstens, das hier ist Mr. Marshalls Büro. Stimmt das? Es war sein Büro, als er noch lebte. Ja. Und nebenan ist das Büro von Mr. Westerby. Genau, der ist Buchhalter. Und Mr. Logan ist auf der anderen Seite vom Korridor. Nein, der ist in Südfrankreich auf Urlaub. Bitte antworten Sie nur mit Ja oder Nein. Wer ist sonst noch hier angestellt? Ja. Gut. Mit Ihren Worten, wer ist noch hier angestellt? Erst einmal Mr. Marshalls Privatsekretärin Miss Selby. Das ist ganz verrückt nach Ihnen. Woher wissen Sie das? Ich weiß alles, was hier passiert. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Papierkörbe sind meine Spezialität. Ah. Miss Selby war vergangenen Februar 44. Ja, aber sie sieht aus wie 35. Oh. Ja, und dann ist da noch die kleine Vicky, die Tipse. Victoria Reynolds, so ein nettes kleines Ding, die wird im August 20.
Und ist sie auch verliebt in Mr. Marshall? Nein, die schwärmt für Mr. West und die. Ach, das kann ich verstehen. Er hat eine solche vornehme Blässe und spricht so schön wie ein Fernsehmoderator. Oh. Der wird im Juli 32. Und in wen ist der verliebt? In mich. Ich war Frank immer toll. War Mr. Marshall verheiratet? Und wie? Sie heißt Claire und ist sehr schick. Sie hat wunderschöne Hände mit langen roten Fingernägeln. Aber ich mag sie. Und Logan, wer ist das? Unser Manager. Ja, aber der ist auf Urlaub. Der ist aus dem Schneider. Und wenn er hier gewesen wäre? Dann nicht. Er hat ihn gehasst. Abrutter ist doch keine Ausnahme. Alle haben ihn gehasst. So, so. Haben Sie ihn auch gehasst? Ich konnte nicht ausstehen. Wer ist das? Ist das Mrs. Marshall? Mhm. Und wer ist das hier? Mr. Marshall. Das ist Mr. Marshall, den kenne ich. Dann sind wir schon sechs. Sechs? Wieso? Verdächtige, aber ich weiß nicht. Wollen Sie damit sagen, dass ich es war? Jeder, der Mr. Marshall gekannt hat, ist verdächtig, du nicht ausgenommen. Goddard! Im Fernsehen habe ich einen Krimi gesehen, da war der Inspektor, der Mörder. Blutrausch. Blutrausch. Was gefunden? Keine verdächtigen Spuren, Sir. Wie spät ist es jetzt? 11:55. Warum haben Sie so spät nachts noch die Runde im Haus gemacht? Ich hatte doch gesagt, Fred ist krank, also musste ich seine... Wir werden mal bei Mr. Marshall zu Hause anrufen. Sehr wohl, Sir. Wissen Sie zufällig die Nummer, Madame? Klar. Mayfair 0124. Vielen Dank, Madame. Überzeugen Sie sich, dass er nicht schnarchend im Bett liegt. Da, wo ich hingehöre. Hoffentlich liegt er auf dem Bauch. Ja, andersherum ist ziemlich unangenehm, mit einem Brieföffner im Rücken. Guten Abend, Mrs. Marshall. Hier ist Goddard von der Mordkommission. Wir wollten mal fragen, ob Ihr Mann tot ist. Mrs. Marshall, hier spricht Inspektor Baxter. Könnte ich bitte Ihren Mann sprechen? Ah, der ist nicht zu Hause. Dann haben wir es. Das tut mir sehr leid, Mrs. Marshall, das wusste ich nicht. Nein, reine Routinefrage. Wenn er zurückkommt, dann möge er mich bitte anrufen. Die Nummer lautet... Victoria 1313. Victoria 1313. Vielen Dank. Sie sagt, er kommt oft die ganze Nacht nicht nach Hause. Ja, was meinen Sie, Sir? Daraufhin müssen wir wohl eine Untersuchung einleiten. Verbinden Sie mich mit Willis. Sehr wohl, Sir. Wann kommt morgens das Personal? Ja, ungefähr. Vicky ist immer die Letzte, Miss Selby immer die Erste. Und immer mit Blumen für den Schreibtisch vom Chef. Die wird die Einzige sein, die ihn vermisst. Oh, Willis, Goddard, Baxter möchte Sie sprechen. Ja, Willis, Baxter, wahrscheinlich ein Mord im Catham House. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Halte dich irgendwo fest. Die Leiche ist verschwunden. Ja, du hast richtig verstanden. Ich weiß nicht, ob die Zeugin sehr zuverlässig ist. Das ist eine Frechheit. Nein, nein, eine Akte hat sie nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich kannte sie, als ich jung und schön war. Schon ziemlich lange her. Ja. Entschuldigen Sie, Sir. Wir sollten der Sache nachgehen. Ich brauche die Leute von der Spurensicherung. Ja, ein Sessel mit Blutspuren und vielleicht Fingerabdrücken. Und lass nach Richard Marshall fahnden. Bild und Beschreibung sind hier. Er soll der Ermordete sein. Fangt sofort an, ja? Das einzige Mal, dass ich mit der Polizei zu tun hatte, war an dem Abend, dass ich mit dir aus war. Goddard! Schauen Sie sich draußen noch einmal um. Sehr wohl, Sir. Ja, Moment, ich komme mit. Ja, Sir. Wir müssen warten, bis unsere Leute kommen. Rasch! Gesundheit, Sir. Ein Whisky würde mir verdammt gut tun. Ach, was dir gut tut, wäre ein heißes Bad oder ein Brustwickel. Ja, mit dem neuen Zeug aus dem Fernsehen, V15 tiefenaktiv. Glaube mir, ich weiß, was dir hilft. Sie müssen es ja wissen, bestimmt. Übrigens, wenn Sie den Mörder gefunden haben, lassen Sie es mich wissen, ja?
Na klar. Aber es wird nicht einfach sein, wenn die Leichen sich verkrümeln. Einzige Zeugin sind, müssen Sie wohl hier bleiben. Aber damit Sie Bescheid wissen, wenn ich anfange, den Leuten Fragen zu stellen, dann will ich hören, was die und nicht was Sie zu sagen haben. Ich weiß, Harry. Und noch etwas. Sagen Sie nicht Harry zu mir. Aber früher habe ich immer Harry zu dir gesagt. Wenn wir allein sind, können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Vor anderen Leuten werden Sie mich mit Inspektor Baxter anreden, bitte. Ich werde versuchen, daran zu denken. Danke. Ich war richtig stolz auf dich, wie du gestern mit Mrs. Marshall telefoniert hast. Dick glaubt jetzt bestimmt, sie hat mit einem richtigen Gentleman telefoniert. Mrs. Piper. Nein. Wenn andere Leute dabei sind, da kannst du mich nennen, wie du willst. Aber wenn wir alleine sind, dann heiße ich Liv. Sag Lilly zu mir. Nein! Nein! Lilly! Jetzt geht's mir schon viel besser. Sir? Mrs. Marshall wäre hier, Sir. Guten Tag, Mrs. Marshall. Ich kann es nicht fassen. Ich bin Inspektor Baxter. Ihr Assistent hat mir gesagt, dass mein Mann ermordet worden ist. Ja, leider sieht es so aus, Madam. Ich bedauere es aufrichtig. Er sagte, Sie hätten ihn gefunden, Mrs. Piper. So ist es, Madam. Wie entsetzlich. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Nein, danke, es geht mir gut. Ich meine besser. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ihn als vermisst zu melden. Er blieb öfter nachts weg. Unsere Ehe war alles andere als glücklich. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Nein. Ich kenne niemanden, der... Oh, setzen Sie sich. Ja, wir müssen jetzt einige Fragen stellen, um der Sache auf den Grund zu kommen. Aber wir werden so behutsam wie möglich sein. Wann haben Sie Ihren Gatten zuletzt gesehen? Ich stelle die Fragen, Mrs. Piper. Mrs. Marshall, wann haben Sie Ihren Gatten zuletzt gesehen? Das habe ich doch gerade gefragt. Ich. Gestern, als er ins Büro ging. Er rief dann noch an und sagte, er würde zum Abendessen nicht zu Hause sein. Und Sie können sich nicht vorstellen, dass irgendjemand etwas gegen ihn haben könnte? Naja, er hatte auch Feinde. Einen besonderen? Nein. Er war nicht nett zu Leuten, die ihn störten. Ja, allerdings. Einen Augenblick bitte. Ich will alle hier drin vernehmen. Vielleicht möchten Sie lieber in einem anderen Zimmer warten, eventuell im Büro von Mr. Westerby. Ich rufe Sie dann, wenn ich Sie brauche. Ja? Wie Sie wünschen. Wird es lange dauern? Es kommt darauf an, wie ich vorankomme, Mrs. Marshall. Dann möchte ich ein oder zwei Telefonate führen. Bitte. Danke. Danke, Mrs. Irgendetwas Neues, Sir? Nichts Außergewöhnliches. Harry, ich habe etwas Außergewöhnliches. Vielen Dank, Mrs. Piper. Ich leite die Untersuchung. Ja, ich weiß, aber du brauchst jede Hilfe. Und wenn mir etwas Außergewöhnliches auffällt, dann ist es doch meine Pflicht, es dir mitzuteilen. Schön, teilen Sie mit. Also, ich hatte doch gesagt, sie ist sehr schick und hat lange rote Fingernägel. Heute waren sie kurz.
Und was bitte folgern Sie daraus? Sie hat sie abgeschnitten. Ich bedanke mich, dass Sie die Produkte Ihrer Beobachtungsgabe mit mir teilen, Mrs. Piper. Ich glaube nicht, dass ich darauf gekommen wäre. Aber ich möchte wissen, warum Sie sie abgeschnitten haben. Ich möchte alle Angestellten in diesem Zimmer vernehmen. Aber ich bin in Ihrem Fall bereit, eine Ausnahme zu machen. Das ist doch meine Pflicht. Jetzt endlich den Mund zu halten, ja? Sir, Mr. Selby, Sir. Oh, guten Morgen, Miss Selby. Guten Morgen. Ist das nicht entsetzlich? Ja. Sie sind Mr. Marshalls Privatsekretärin? Ja. Das habe ich doch schon gesagt. Wie lange sitzt Sie schon in der Firma? 8 Jahre. Haben Sie gerne für ihn gearbeitet? Ja. Bitte setzen Sie sich, Miss Selby. Er war ein wundervoller Mann. Ich war gern bei ihm. Ich kann immer noch nicht glauben, dass er... Und es besteht kein Zweifel. Nach den Aussagen von Mrs. Piper nicht. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Gestern Abend gegen 7:30. Ich blieb länger, weil wir einen Anruf aus New York erwarteten. Aber es wurde später und Mr. Marshall sagte, ich könnte gehen. Also war er noch da, als Sie gingen? Ja. War die Eingangstür abgeschlossen, als Sie das Büro verließen? Natürlich. Ich habe sie hinter mir zugemacht. Miss Herbie, als seine Sekretärin kannten Sie ihn sehr gut. Kennen Sie zufällig jemanden, der ihm feindlich gesinnt war? Viele Leute. Alle, die auf seine Persönlichkeit eifersüchtig waren. Er verlangte von allen ihr Bestes. Wie meinen Sie das? Ich möchte mich dem allgemeinen Geschwätz nicht anschließen. Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen, Miss Selby. Dazu sind die Umstände zu ernst. Mrs. Piper meint, dass Mr. Marshall ermordet worden ist. Sie müssen uns alles sagen, was von Bedeutung sein könnte. Also gut, dann schlage ich vor, Sie sprechen zuerst mit seiner Frau. Das habe ich schon getan. Vielleicht wissen Sie, dass es da einen anderen Mann gab. Woher wissen Sie das? Sie liebte Mr. Marshall nicht. Und ich kannte Mr. Marshall recht gut, wie Sie so richtig bemerkt haben. Nicht so gut, wie Sie gerne wollten. Liebte er seine Frau? Ja, aber er war verzweifelt. Ihretwegen. Kennen Sie zufällig den Namen Ihres Liebhabers? Ja. Bitte. Verspannen Sie uns nicht auf die Folter! Ich habe keine Beweise. Ich weiß, dass es wahr ist. Aber ich könnte es nicht beschwören. Soll ich es trotzdem sagen? Ja! Es ist Mr. Westerby. Ach, nicht niemals! Ist das der Mann, der das Büro von nebenan hat? Ja. Sie sagten, viele Leute mochten ihn nicht. An wen dachten Sie da sonst noch? Ich nehme an, Mrs. Piper erzählte Ihnen, dass sie ihn mochte. Ich? Im Gegenteil, sie sagte uns gleich, dass sie ihn nicht mochte. Wie klug von ihr. Was wollen Sie damit sagen? Ihr Mann, dieser Saufbold, sollte entlassen werden. Saufbold? Natürlich war sie böse darüber. Sie hätte ihre Wohnung verloren. Harry, das ist eine Verleumdung. Als Mr. Marshall ihn hinauswarf, hat er ihn da bedroht oder nicht? Hat er nicht. Er hat lediglich gesagt, Ihnen möchte ich nachts im Park begegnen. Das hat er gesagt, aber mit dem Boot hat er ihn nie. Sie haben also keine Vermutung, die irgendjemand mit dem Tod von Mr. Marshall in direktem Zusammenhang bringen könnte? Nein. Ja? Sir, Mr. Robert Westerby ist hier, Sir. Einen Moment noch, Goddard. Miss Selby, noch eine Frage. Sie haben einen Schlüssel zu diesem Büro. Ja. Haben Sie ihn bei sich? Vielen Dank, Miss Selby. Rufen Sie Westerby herein. Servus, Sir. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wenn Sie sagen, dass sie hier um 7:30 weggegangen ist, dann hat Big Ben eine Ladehemmung gehabt. Es schlug 7:45, als ich sie weggehen sah. Der Inspektor hat mich gefragt, wann ich Mr. Marshall zuletzt gesehen habe. Ich habe gesagt, um 7:30. Aber ich bin noch einmal zurückgekommen, weil ich etwas vergessen hatte. Dabei sah ich Mr. Marshall. Aber ich...
Ja, dann ist ja alles klar. Also, weiter ins Bettchen, weiter. Ich würde Sie bitten, noch einmal Platz zu nehmen, Miss Servi. Oh, Sir, Mr. Robert Westerby ist hier, Sir. Danke. Mr. Robert Westerby? Ja? Das ist mein Freund, Inspektor Harry Baxter. Sehr erfreut. Ja, das ist ein Schock für uns alle. Nicht für alle, Mr. Westerby. Einer muss davon gewusst haben. Keiner von uns, denke ich. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wie lange sind Sie schon bei Mr. Marshall angestellt? 2 sehr lange Jahre. Mochten Sie ihn? Mocht ihn irgendjemand? Bitte beantworten Sie meine Frage. Nein, ich mochte ihn nicht. Ja, aber ich bin auch nicht stark genug, jemanden umzubringen. Ja, und warum sollte ich? Er bezahlte mich sehr gut. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? 6, als ich das Büro verließ. Und Sie gingen direkt nach Hause? Ja. Sie möchten unbedingt etwas sagen, Mr. Also. Nein! Ich habe gedacht, Sie wollen, dass alle mitarbeiten. Ich weiß, dass Mr. Westerby niemanden töten würde. Er ist viel zu nett. Aber Sir, Sie irren sich. Sie haben das Büro nicht 6 Uhr verlassen. Mein Gott, Sie haben recht. Ja, Verzeihung, das hatte ich ganz vergessen. Es war ungefähr 6:30. 6:40. Was haben Sie so spät noch gemacht? Ich war im Laufe des Nachmittags weg gewesen. Es war ungefähr 6, als ich zurückkam und ich hatte noch einiges aufzuarbeiten. Sind Sie mit dieser Aussage einverstanden? Ja, ich war ins Pub rübergelaufen, um für Fred Bier zu holen und an der Ecke traf ich Mr. Westerby. Mr. Westerby, Sie kamen um etwas 18 Uhr wieder hierher zurück und blieben ca. 40 Minuten. War Mr. Marshall noch hier, als Sie gingen? Das Licht in seinem Büro brannte. Sie haben ihn nicht gesehen? Nein. Miss Selby, Sie gingen um 7:30 weg und kamen noch einmal zurück, um etwas zu holen. Um 7:45 gingen Sie wieder. Sie sagten, Sie hörten Mr. Marshall, sahen ihn aber auch nicht. Sind Sie ganz sicher? Natürlich sah ich ihn nicht, aber ich habe einen Grund zu glauben, dass er hier war. Warum? Ich sagte ja bereits, dass er einen Anruf aus New York erwartete. Außerdem hatte er um 8.15 Uhr eine geschäftliche Verabredung. Er sagte, es sei sehr wichtig. Mit wem? Mit einem Mr. Warfield. Wer ist das? Keine Ahnung. Trotzdem können Sie nicht beschwören, dass er da war. Ich nehme an, Sie hörte die... Ich hörte einen Wasserhahn laufen. Ach so? Es könnte auch jemand anders gewesen sein. Ich nehme es an. Nein, wenn es jemand anderer gewesen wäre, dann hätte sie nicht einen Wasserhahn laufen gehört. Ich meine, der Mörder wäre sicher nicht hier geblieben, um sich Hände und Gesicht zu waschen oder ein Bad zu nehmen. Warum nicht? Wie meinen Sie das? Blut! Herr, bitte nicht. Sie waren also die einzige Person, die ganze Zeit im Haus war. Nein, ich war doch kurz weg, um Freds Bier zu holen. Wie lange dauerte das? 10 Minuten? Ein bisschen länger schon, ich habe es selber auch... Wie lange waren Sie weg? Das weiß ich nicht. Oh, aber ich weiß ganz genau, wann ich zurückgekommen bin. Auf der Uhr, die wir von unserer Tochter zur silbernen Hochzeit bekommen haben, war es 7:50. 7:50? Ja, also was 7:50. Ja. Fred hat sich im Sommer nicht mehr umgestellt. Wir rechnen immer 1 Stunde ab. Mr. Westerby, Sie kennen Mrs. Marshall gut? Wie bitte? Oh, ich verstehe, Sie haben es ihm gesagt. Ja, das habe ich. Miss Selby glaubt, dass ich eine Affäre mit Mrs. Marshall habe. Es ist nicht wahr. Natürlich ist es wahr. Sie wissen genau, dass es wahr ist. Mr. Marshall hat es mir gesagt. Was hat er? Er hat es mir erzählt. Hören Sie, ich habe nichts mit Mrs. Marshall gehabt. Ich glaube, ich sollte mich Mr. Westerbys Aussage anschließen. Setzen Sie sich, Mrs. Marshall. Wenn ich verliebt in Mrs. Marshall bin, dann habe ich auf Ihren Gatten umgebracht, um ihn aus dem Weg zu räumen. Meinen Sie das?
Man hat sie in keiner Weise beschuldigt. Noch nicht. Ich glaube, ich kann das erklären, Inspektor. Bitte. Mein Mann nahm an, dass die Geschichte von mir und Mr. Westerby stimmte. Es gefiel ihm nicht, dass wir uns mochten. Mehr weiß nicht. Ich mag Mr. Westerby sehr gern. Ich bin sicher, dass er für mich die gleichen Gefühle hegt. Aber Ihr Mann war davon überzeugt, dass Sie eine Affäre hatten. Oh ja, das hat er mir offen gesagt. Grundlos? Er glaubte, einen Grund zu haben. Er engagierte sogar einen Privatdetektiv. Oh. Ach, bin ich froh, dass Sie es ihm gesagt haben und nicht ich. Von Ihnen klingt es doch viel besser als von mir. Sie meinen, Sie wussten das? Ja, ich habe es rein zufällig gesehen. Auf der vorletzten Seite in seinem Notizbuch. Detektivbüro, das wachsame Auge. Ich wusste natürlich gleich, dass da was nicht stimmte. Was stimmte nicht, Mrs. Marshall? Man erzählte meinem Mann, dass ich in Mr. Westerbys Wohnung in St. John's Wood war. Und das stimmte nicht? Das stimmte. Aha. Aber nicht, um Mr. Westerby zu treffen. Sie meinen einen Dritten? Ja. Wollen Sie damit sagen, dass Sie Mr. Westerby, einen Angestellten Ihres Mannes, dazu gebracht haben, Ihnen seine Wohnung für die Treffen mit einem anderen Mann zur Verfügung zu stellen? Klingt abscheulich, nicht wahr? Mich interessiert nicht die Moral, Mrs. Marshall. Mich interessieren nur Tatsachen. Ihr Gatte verdächtigte also Mr. Westerby. Möchten Sie das kommentieren? Es ist so, wie Mrs. Marshall sagte. Hat Mr. Marshall Sie beschuldigt, der Liebhaber seiner Frau zu sein? Ohne mit der Wimper zu zucken. Haben Sie ihm den wahren Sachverhalt erklärt? Nein. Mrs. Marshall und ich interessieren uns sehr für alte Stiche. Ich sagte ihm, ich hätte ihr einige aus meiner Sammlung gezeigt. Alte Stiche? Und hat er Ihnen geglaubt? Natürlich nicht. Und es störte ihn nicht, Sie weiter zu beschäftigen? Sie meinen, ob er mich kündigen wollte? Ja. Sein Geschäft bedeutete ihm mehr als seine Ehe. Ja, vielleicht hätte er es später getan, wenn er einen gleichwertigen Ersatz gehabt hätte. Sie kennen den Freund von Mrs. Marshall? Ich habe ihn seltsamerweise nie gesehen. Nanu? Das ist doch klar. Er ist gegangen, bevor der andere gekommen ist, wie ein richtiger Gentleman. Ich gab Mrs. Marshall einen Schlüssel. Mrs. Marshall, ich möchte Sie bitten, dass Sie den Namen Ihres Freundes auf dieses Blatt Papier schreiben. Bleistift. Das kann ich nicht. Warum nicht? Ich sehe auch keinen Grund, warum ich das tun sollte. Na schön, lassen wir es. Vielleicht muss ich jedoch später darauf bestehen. Ja? Sir, Victoria Reynolds ist hier, Sir. Führen Sie sie herein. Sehr gerne. Miss Reynolds, bitte treten Sie mir ein. Miss Reynolds, Sie wissen, warum wir hier sind? Ja, und das überrascht mich gar nicht. Was überrascht Sie nicht? Na, dass ihn einer umgelegt hat. Ich habe es gleich gesagt. Ich sagte ihm, wenn Sie nicht aufhören, mich andauernd anzufassen, dann werfe ich Ihnen den erstbesten Gegenstand an den Kopf. Oh, Mrs. Marshall, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Bitte verzeihen Sie. Das ist nicht wahr. Ist es wahr? Na, das stimmt. Ja. Sie hat ihn gesehen. Sie kam rein und sah ihn. Einmal, ein einziges Mal! Es war ein Versehen und nichts Zweideutiges dabei. Ja, ich fand es auch recht eindeutig. Sie kam herein, als er versuchte, mich zu küssen. Oh. Und dann? Dann nahm sie den Brieföffner vom Schreibtisch. Diesen hier. Einen Augenblick lang dachte ich. Na? Naja. Wenn Blicke töten könnten. Sagten Sie töten? Das war doch nur seine Redensart. Wirklich, Inspektor, ich glaube, ich muss mich gegen diese Entschuldigung! Kann es gewesen sein! Meiner Meinung nach befindet sich der Mörder jetzt hier in diesem Büro. Ja,
aber ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber dieser Brieföffner, den sie da in der Hand hält, mit dem wurde er getötet. Ja, das ist ja ganz bestimmt. Der steckt in der Leiche. Passen Sie auf, Fingerabdrücke. Sie haben die Leiche gefunden, Mrs. Piper? Wo denn? Zuerst in Mr. Logans Büro und dann war sie hier. Wie meinen Sie das, dann war sie hier? Sie sind ja sehr interessiert, Mr. Westerby. Mrs. Piper rief uns an und sagte, dass sie eine Leiche gefunden habe, die jetzt hier in diesem Zimmer sei. Und als wir kamen, war sie verschwunden. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ich auch nicht. Inspektor! Ja? Warum fragen Sie Mrs. Marshall nicht doch nach dem Namen Ihres Liebhabers? Vielleicht sind Sie es doch, Mr. Westerby, wer weiß? Würden Sie bitte aufhören, solche Unwahrheiten zu sagen? Ich habe das, Sie nach dem Namen habe ich das beobachtet. Sie haben Mr. Marshall und Ruhe! Ich muss Sie um Ruhe und Disziplin bitten, bis ich alle meine Fragen gestellt habe. Aber und keine Unterbrechung mehr! Nichts gesagt. Jemand hat Richard Marshall mit diesem Brieföffner getötet. Sie, Miss Selby? Nein. In einem Anfall von Eifersucht. Sie liebten ihn. Wie lautet das Sprichwort über eifersüchtige Frauen? Da werden Weiber zu Blähen. Ich weiß. Oder Sie, Mrs. Piper, aufgebracht über die Entlassung Ihres Mannes? Wenn ich jemanden umbringe, dann sicherlich mit so einem lächerlichen Fischbesteck. Oder Sie, Mrs. Marshall, Sie liebten einen anderen Mann. Haben Sie Richard Marshall aus dem Weg geräumt, um freie Bahn für Ihre wirkliche Liebe zu haben? Oder Sie, Mr. Westerby, ist Ihre Geschichte wahr? Oder sind Sie der Liebhaber von Claire Marshall? Nein. Ist das nicht aufregend? Ich wollte nicht gestört werden. Sir! Sir! Ich mag mich nicht zu stören! Na hallo. Da haben wir. Haben Sie die Leiche gefunden? Ja, Sir! Nein, Sir! Aber sind Sie doch selbst, Sir! Was ist denn hier los? Was zum Teufel haben Sie alle hier zu suchen? Mr. Marshall! Der Chef! Wäre. Bitte, haben Sie doch etwas Humor. Ich finde es sau komisch. Sie müssen blau gewesen sein, sagt der Inspektor. Das blinde Huhn ohne Korn. Er war tot, glauben Sie mir? Ja, das haben wir, bis er in der Tür stand. Das war ein Reinfall, was? Oh, ja. Ah, nichts für ungut, Mrs. Piper. Wir hatten doch viel Spaß. Und schließlich kann sich jeder einmal irren. Ich irre mich nie. Dexter war ziemlich sauer, was? Ja, aber schließlich konnten Sie ja wohl nicht beweisen, dass Marshall tot war. Den haben Sie auch ganz schön blamiert. Jedenfalls haben wir alle was Neues gelernt, was, Vicky? Mhm. Wer mit wem? Mr. Westerby. Ja? Auf dem Sessel war Blut. Kann man nicht irgendwie herauskriegen, von wem das war? Doch, ich glaube ja. Experten wissen also dann, wessen Blut das ist. Nein, sie wissen nur, welche Blutgruppe er haben muss. Trotzdem,
Es ist wundervoll. Wir leben in einer wundervollen Welt, Mrs. Piper. Gute Nacht. Gute Nacht, Vicky. Gute Nacht, Mr. Westerby. Oh. Ist er nicht süß? So, dann gehe ich jetzt auch. Ich dachte, wir würden wenigstens heute frei bekommen, aber man soll die Rechnung ja nie ohne den Chef machen. Vicky, ich werde beweisen, dass ich recht hatte. Ich habe in Evening Standard gelesen. Hey, erzählen Sie morgen weiter, sonst verpasse ich den Bus. Nein, 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 lesen Sie. Lesen Sie. Wohin, Miss Reynolds? Es ist nach 6, Sir. Ist Miss Selby denn schon weg? Ja, Sir. Diese Post muss heute noch weg. Und das sortieren Sie noch ein. Was? Aber das geht ja ganz schnell. 5 Minuten habe ich wohl noch übrig. Es passt mir gar nicht, wie viel schmutzige Wäsche hier gewaschen worden ist. Man hat es mir erzählt. Dumme Sache. Ja, Sir. Sehr mysteriös. Ja, hier passieren seltsame Dinge, Mr. Marshall. Diese Schlüssel habe ich auf einem Sessel im Büro von Mr. Logan gefunden. Was glauben Sie, wem gehören die? Ich weiß nicht. Und für mich ist die Sache jetzt auch erledigt, Mrs. Piper. Ja, für mich nicht. Darf ich die Schlüssel einmal ansehen? Ja, es ist kein Name drauf, nur Initialen. JPG. Ich kenne niemanden mit diesen Initialen. Aber, Mrs. Piper, Sie glauben doch nicht immer noch, dass ich tot bin, oder? Ich glaube, dass Sie gestern tot waren, Sir. Das finden Sie selbst doch ziemlich dumm, oder? Ja. Na sehen Sie, Sie haben sich geirrt. Ja, aber diesen Irrtum werde ich aufklären. Wissen Sie was? Ich habe es mir überlegt. Sie sind ein wertvolles Mitglied unseres Unternehmens. Ich möchte Sie nicht verlieren. Ihr Mann, sagen Sie ihm, er kann morgen wieder arbeiten. Wie finden Sie das? Ja, auf alle Fälle besser als er. Also, Mrs. Piper, gute Nacht. Gute Nacht! Vielleicht geben Sie mir die Schlüssel. Ich frage morgen dann die anderen Angestellten. Ich habe sie schon gefragt. Heute. Er sollten es vielleicht meine sein? Mit JPG drauf. Nein, das kann nicht sein. Nein, Sir. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht. Was machen Sie jetzt damit? Ja, ich habe geglaubt, ich gehe zu der Polizei. Das würde ich aber nicht tun. Ich kann mir genau vorstellen, was Baxter sagen wird. Schlüsselbund, sonst nichts. Ja, das wäre ja. Na sehen Sie. Aber das ist ja nicht alles. Nein? Nein, Sir. Haben Sie noch etwas entdeckt? Ja, Sir. Einen Knopf, Sir. Diesen hier. Sehen Sie die vielen Farben in der Mitte? Wie bei einer Muschel. Wo haben Sie den gefunden? Ja, hier. Wo sonst Ihr Sessel steht, wenn er nicht auf der Polizei ist. Und das wollen Sie der Polizei erzählen? Ja, Sir. Warum? Es gibt keine Argumente, um zu beweisen, dass ich ermordet worden bin. Ja. Ach, ja. Oh, vielleicht sollte man gar nicht mehr darüber reden. Na sehen Sie. Und ich werde es doch tun. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich muss jetzt in der Nähe von Scotland Yard. Zufälligerweise kenne ich den Inspektor ja auch. Geben Sie mir das Zeug. Ich gehe schnell zu ihm und zeige es ihm. Eine sehr gute Idee. Sehen Sie? Ja, aber vorläufig behalte ich das alles. Ja, jetzt muss ich aber wirklich weiterarbeiten, sonst fliege am Ende ich jetzt raus. Ja, schön. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht.
freilich. Meine Freundin und ich sind verabredet. Ja, die Herren können warten. Ach, seien Sie lieb. Setzen Sie sich und schreiben Sie einen Brief für mich. Aber ich bin müde. Ich habe 8 Stunden gearbeitet. Zählen Sie mal alle Stunden in Ihrem Leben zusammen. Sie werden draufkommen, es kommen keine 8 Stunden Arbeit dabei heraus. Sie sind ein Plagegeist. Los, an wen? An Inspektor Beck. Oh nein, mit der Polizei will ich nichts zu tun haben. Auf meine Verantwortung. Lieber Harry. Lieber Harry. Sie gehen aber ran. Lieber Harry. Ich nehme an, du fandest dich super intelligent heute Morgen. Fragezeichen. Aber auf den Kopf gefallen bin ich auch nicht. Rufzeichen. Vielleicht interessiert es dich zu erfahren, dass ich 2 neue 5-Weiß-Stücke habe. Was denn? Einen Schlüsselbund, der niemandem gehört. Und einen Schlüssel, der aussieht wie eine Muschel. Muschel, haben Sie das getan? Ging es nicht schneller, wenn Sie einfach anrufen würden? Haben Sie seine Privatnummer? Woher sollte ich? Victoria 9875. Ich wollte ihm viel überschreiben. Ja, aber wo denn? Fragen Sie ihn, ob er die Abendzeitung gelesen hat. Ja, das fragen Sie ihn. Und jetzt, pst. Hallo? Hallo, Inspektor Baxter? Ja. Miss Reynolds hier. Ja, einen Augenblick bitte. Ich verbinde. Eine alte Freundin möchte Sie sprechen. Hallo? Alter Freund. Hast du schon die Abendzeitung gelesen? Warum? Weil man in Notting Hill die Leiche eines Mannes gefunden hat. Und ich möchte, dass du herausfindest, ob an seiner Jacke ein Knopf fehlt. Und wenn einer fehlt, dann habe ich ihn. Und stell bitte fest, ob er die gleiche Blutgruppe hat wie unser Bürosessel. Und noch etwas. Wenn man einen Schlüsselbund vermisst, kannst du ihn bei mir abholen. Guten Abend. Das hat mir das Abendessen verdorben. Wenn der wieder umsonst aus den Federn fällt, dann möchte ich nicht in ihre Haut stecken. Ich gehe, bevor er kommt. Ich weiß nicht, ob Sie mich jetzt alleine lassen sollten. Ja, darüber würde ich mir auch Gedanken machen. Ja, vielleicht ist mein Leben in Gefahr. Vielleicht weiß ich zu viel und die glauben, dass ich singe. Und wie bleiben Sie, bis Baxter kommt? Sie haben ja wirklich Angst. Es klopft. Ja, ich höre es. Sie sollte nachsehen, wer da ist. Liz. Sie doch! Nein, ich bin gar nicht zu wild darauf zu wissen, wer da ist. Na schön! Oh, guten Abend. Hallo. Ich bringe nur den Stuhl zurück. Na? Starren Sie unsere Vicky nicht so an. Sie damit herzuschicken? Ja, ich habe mich freiwillig gemeldet. Oh, wie geht es Ihnen, Mrs. Piper? Der Inspektor ist wieder bester Laune, der liegt mit einer Wärmflasche im Bett. Ja. Hoffentlich platzt sie nicht. Er ist auf dem Weg hierher. Mrs. Piper hat ihn wieder alarmiert. Sie hat was? Ja, eine neue Theorie. Dass Mr. Marshall wirklich tot ist? Diesmal. Meine Informationen sind nur für die Ohren des Inspektors bestimmt. Na gut, ich glaube, ich bleibe mal hier und sehe mir den Spaß mal an. Ja, sagen Sie, haben Ihre Experten den Sessel auf Blutspuren untersucht?
Ich glaube nicht, dass Sie sich besonders bemüht haben, Mrs. Piper, nachdem Sie gehört haben, wie lebendig Mr. Marshall heute Morgen war. Darüber werde ich mich auch mit dem Inspektor unterhalten. Ja, Zeit, dass ich gehe. Oh ja, ich auch. Aber wie ein junger Mann. Sagen Sie, kann jemand an einem Ort getötet und seine Leiche an einem anderen Ort gefunden werden? Ja, wenn er die Leiche dann dorthin trägt, auf jeden Fall, Madame. Also mit anderen Worten, ich könnte ihn hier gefunden haben und die Polizei in Notting Hill? Ja, Madame. Oh, ja, aber wenn das stimmt, Liebste, dann käme er nicht ein paar Stunden später lebend durch diese Tür, oder? Kaum. Ja. Und außerdem waren Sie die ganze Zeit im Haus. Sie hätten ihn sehen müssen. Nicht, wenn er über die Hintertreppe gegangen wäre. Ist das Ihre neue Theorie, Mrs. Piper? Und außerdem glaube ich, dass die Schlüssel sehr wichtig sind. Harry wird ganz aus dem Häuschen sein, wenn ich sie ihm zeige. Was denn für Schlüssel? Drehen Sie sich um. Umdrehen? Ja, ich zeige sie Ihnen, wenn Sie sich umdrehen. Psst. So, diese Schlüssel habe ich auf einem Sessel in Mr. Logans Büro gefunden. Und jetzt sagen Sie mir, wem die gehören, wie sie dorthin gehören und wem sie wirklich gehören. Mir. Ihnen? Ja, mir, Madame. Und ich versichere Ihnen, ich habe noch niemanden umgebracht. Ja, und wie kommen dann Ihre Schlüssel in Mr. Logans Büro? Ja, wahrscheinlich sind sie mir aus der Tasche gefallen, als ich gestern das Büro untersucht habe. Sehen Sie mal, da stehen meine Initialen drauf. J.B.G. Jeremy Patterson Goddard. Sie heißen Jeremy? Fantastisch! Sind Sie sich? Oh ja, Madame, seit meiner Geburt. Oh nein, sagen Sie, das waren Ihre Beweise? Ja, aber ich habe ja immer noch den Knopf. Knopf? Ja, sie hat ihn auf dem Boden gefunden, oder? Kann ich ihn mal sehen, Madame? Nein. Dann sagen Sie, er gehört auch Ihnen und ich muss doch irgendetwas haben, wenn Herr Baxter kommt. Ja, Zeit, dass ich gehe. Oh ja, ich auch. Was? Sind Sie nicht im Dienst? Nein, heute Abend nicht, Madame. Na dann, kommen Sie. Ich nehme Sie im Lift mit hinunter. Gute Nacht und machen Sie sich nichts draus. Ich habe noch Post in Mr. Westerbys Büro, die ich einstecken muss. Warten Sie auf mich? Nein, ich komme mit und sehe Ihnen beim Einstecken zu. Danke. Nehmen Sie sich vor den starken Armen des Gesetzes in Acht. Oh, bitte, es dauert nur eine Minute. Ja, ja. Oh, was ist jetzt? Hilfe! 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 Hier sind wir hier, Mrs. Piper. Was ist denn los? Halten Sie ihn schnell! Was wem? Mit dem Mann! Er hat das Licht abgedreht und er hat mich von hinten angefallen. Was? Ja, ich bin überfallen worden. Tun Sie doch was. Oh ja, ja, ich sehe da mal nach, Mrs. Piper. Was war denn? Er hat mich zu Boden geworfen. Warum? Woher soll ich das wissen? Vor 40 Jahren hätte ich gewusst, warum. Ich möchte wissen, wer das war. Ich auch. Mrs. Piper, sind Sie ganz sicher, dass Sie überfallen wurden? Ich meine, ich habe nichts und niemanden gesehen. Glauben Sie, ich saug mir so etwas aus den Fingern. Nein, natürlich nicht, Mrs. Piper. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Wir waren doch leider nur ein paar Sekunden draußen. Jetzt will ich aber wirklich wissen. Eine neue Theorie? Hab ich's mir doch gedacht. Jemand hat den Knopf geklaut. Das ist doch nicht möglich. Ich habe überhaupt nichts mehr für Harry Baxter. Ja, und was wollen Sie jetzt sagen, weswegen Sie ihn aus dem Bett geholt haben? Es ist guter Rat, Paula. Ja, oh mein Gott, wir müssen. Es ist doch
schon so spät geworden. Moment. Wer hat gewusst, dass ich eine geheime Tasche in meinem Unterrock habe? Woher sollen wir Ihre Bekannten kennen? Der Chef, Mr. Marshall. Oh nein, bitte nicht schon wieder, Mr. Marshall. Er hat gesehen, wie ich den Knopf versteckt habe. Ihre Tasche ist ein offenes Geheimnis. Darüber freut sich doch das ganze Haus. Sie meinen, Mr. Marshall hat's überfallen, Madame? Da haben Sie eine bessere Erklärung? Ich nicht, aber der Chef vielleicht. Oh Gott, wenn ich an den denke. Marshall! Es geht los. Es ist bald mal. Also, dann wollen wir mal sehen. Und ich hoffe für Sie, dass es etwas von Bedeutung ist. Ja. Auf Wiedersehen, Miss Reynolds. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Ich warte. Guten Abend, Sir. Ja, guten Abend, Sir. Geht es Ihnen besser, Sir? Geht es Ihnen besser, Sir? Ich will annehmen, Goddard, dass Sie ernsthaft um meine Gesundheit besorgt sind und sage Ihnen deshalb, dass es mir schlechter geht. Und nun zu Ihnen, Mrs. Piper. Ja, hör zu, Harry. Es hat ja keinen Sinn, um den heißen Brei herumzureden. Die Schlüssel sind weg. Weg? Ja, die ganzen schönen Indizien. Sie waren weg. Verschwunden. Abhanden gekommen. Verbummelt. Einfach weg! Ja, Harry. Naja, ist doch egal. Nur, dass ich mich mit meiner Lungenentzündung jetzt nicht auf dem Weg der Besserung, sondern auf dem Weg ins Leichenhaus befinde. Hübsch! Da kann ich aber nichts dafür. Nein, Sie können nichts dafür! Na, so etwas kommt eben vor. Wie soll ich das verstehen? Ja, wenn du aufhören würdest, mich anzuschreien, könnte ich es dir erklären. Bitte. Darauf habe ich schon so lange gewartet. Oh, bist du vielleicht schlecht gelaunt? Wenn sich meine Laune nicht gebessert hat, dann lassen Sie sich sagen, dass Sie nichts dazu beigetragen haben, sie zu verbessern. Das zweite Mal in 24 Stunden holen Sie mich aus einem warmen Bett, weil Sie so sensationelle Neuigkeiten haben. Und wenn ich dann komme, was sagen Sie? Harry, Sie sind weg. Wo sind Sie? Goddard! Sir? Stellen Sie sich vor die Tür und passen Sie auf. Sehr gute Idee, Sir. Ja, also. Auf Wiedersehen, Madame. Also, wo die Schlüssel sind, das weiß ich ganz genau. Dein junger Mann da draußen hat gesagt, sie gehören ihm. Und der Knopf? Der war in meiner Tasche. In welcher Tasche? Ja, in meiner... Na, ist ja egal. Für Uneingeweihte nicht sichtbar. Aha. Also, hör zu. Ich war hier drinnen. Plötzlich ging das Licht aus. Ein Mann kam herein und der hat ihn geklaut. Haben Sie ihn erkannt? Wie denn, wenn das Licht aus war? Er hat mich zu Boden geworfen. Das war schrecklich, eine Dame gesetzten Alters zu Boden zu werfen. Pfui. Beschreiben Sie mir den Knopf. Ja, der war ungefähr so groß, grau mit vielen Farben in der Mitte, wie bei einer Muschel. Das ist er. Also doch. Du glaubst mir, Harry. Dann will ich dir noch etwas sagen. Der Chef war hier. Wir haben über den Knopf gesprochen. Und soll ich dir sagen, was ich glaube? Ich glaube, er hat ihn geklaut. Warum? Ja, er benahm sich so seltsam. Und er wollte mich unbedingt daran hindern, ihn dir zu zeigen. Er hat gesagt, er würde es tun. Aber Sie haben ihn behalten. Klar. Bis das Licht ausging, dann war ich so damit beschäftigt, meine Tugend zu verteidigen, dass ich auch den Knopf völlig vergessen habe. Wo war Goddard, als das passierte? Da drinnen, mit der kleinen Vicky. Ach, wirklich? Ja, aber es dauerte ja nur 50 Sekunden. Es ging alles so blitzschnell. Goddard! Ich weiß nicht. Sir? Als Sie mit Miss Reynolds im anderen Büro waren, da wurde Mrs. Piper angegriffen. Was geschah? Nun ja, Sir. Miss Piper schrie, ich kam reingelaufen, es war dunkel und ich stolperte über diesen Stuhl, Sir. Miss Piper schien einen sehr verzweifelten Eindruck zu machen. Ich habe mich dann ein bisschen umgesehen, konnte aber nichts finden, Sir. Warum ein bisschen?
Nun ja, Sir, um ganz offen zu sein, ich glaubte ihr nicht. Ich dachte, sie hätte wieder ihre drolligen 5 Minuten. Warum? Sir, wenn Sie sich recht entsinnen, Sie sagten selbst, sie sei nicht sonderlich zuverlässig. Das ist eine Unverschämtheit. Also, und so kam ich zum Schluss, dass sie eine paranoide Schizophrene ist, die nicht zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden kann. Was sind das für Ausdrücke? Das weiß der Himmel und Gott hat allein. Verbinden Sie mich mit Willis. Sehr wohl, Sir. Verhaftest du mich jetzt? Noch nicht. Sie haben also die Schlüssel, die Mrs. Piper gefunden hat, an sich genommen, Goddard. Sind Sie sicher, dass das Ihre sind? Goddard! Sir? Ja, zweifellos, Sir. Lassen Sie mal sehen. Sehr wohl, Sir. Bitte sehr, Sir. Das also sind Ihre Initialen. Wofür steht das J, John? J, Remy, Sir. Jerry, sein schöner Name. Mir gefällt er. Willis? Ja, Goddard. Baxter möchte Sie sprechen. Willis? Baxter, ich weiß, ja, ich sollte im Bett liegen, mir geht's nicht gut. Aber hör zu, ich habe ja ein paar Neuigkeiten für dich. Ist die Leiche von Notting Hill schon identifiziert? Ah ja. James Cameron, danke. Die Westenknöpfe, die hatten so verschiedene Farben, wie bei einer Muschel, und einer fehlte. Diese Mrs. Piper, die gestern den Mord im Chatham House gemeldet hat, hat so einen gefunden. Nein, keine Aufregung, Willis, er ist auch weg. Ja, die Person, die die Leiche verlegt hat, hat jetzt auch den Knopf verlegt. Ja. So, ja. Noch eine Frage, Willis. Was hatte Cameron für eine Blutgruppe? Ja, ich komme rüber zu dir. Ach, übrigens, diese Mrs. Piper sollte unter Polizeischutz gestellt werden. Es könnte ein Versuch gemacht werden, sie aus dem Weg zu räumen. Wer will mich denn aus dem Weg räumen? Ich weiß es noch nicht, aber ich warte darauf. Goddard! Sir? Holen Sie Mr. Marshall und sagen Sie ihm, dass ich ihn sprechen möchte. Sehr wohl, Sir. Auf Wiedersehen, Madam. Was hatte dieser Cameron für eine Blutgruppe? Er hatte die Blutgruppe A, B, sehr selten. Ich habe 0, hat fast jeder Dritte. Das Blut auf dem Sessel war AB, wie seins. Dann war es seines? Möglich. Der Knopf hätte als zusätzlicher Beweis dienen können, wenn Sie die Sachen nur lassen wollten, wo sie hingehören. Das ist aber nicht meine Schuld. Man hat mich überrumpelt. Ich werde mich hier noch einmal umsehen. Wahrscheinlich vergeude ich meine Zeit. Ach übrigens, die Leute von der Spurensicherung fanden nur eine einzige zusammenhängende Serie von Fingerabdrücken auf sämtlichen Möbeln und in allen Schubladen. Wessen Fingerabdrücke waren das? Dreimal dürfen Sie raten. Ja, herein. Hallo, Mrs. Piper. Oh, hallo, Mrs. Marshall. Ist mein Mann schon nach Hause gegangen? Ja, gegangen ist er. Ob nach Hause, das weiß ich nicht. Hier ist er jedenfalls nicht. Eigenartig. Er hat mich gebeten, ihn abzuholen. Ja, aber die Polizei ist hier. Oh, warum? Ich habe neue Beweisstücke gefunden. Ich verstehe Sie nicht ganz. Was haben Sie gefunden? Das kann ich Ihnen nicht sagen, Madam. Vertrauenssache, verstehen Sie? Ah, ja. Ich darf es niemandem verraten. Ja, ja, natürlich. Ihnen würde ich es ja gerne sagen, aber es ist zu geheim. Ich habe im Evening Standard gelesen, das war, nachdem ich den Knopf gefunden hatte. Den Knopf? Darüber darf ich nicht sprechen. Und einen Schlüsselbund. Aber das hat sich in der Zwischenzeit aufgeklärt. Wo ist die Polizei jetzt? Oh, ach, die schnüffelt da irgendwo herum.
Ich dachte, die ganze Geschichte hätte sich erledigt, als sich herausstellte, dass mein Mann noch am Leben ist. Ich verstehe gar nicht, was es da noch zu klären gibt. Ja, sehen Sie, ich habe geglaubt, ich hätte Mr. Marshall gefunden. Aber es muss doch jemand anderer gewesen sein. Und wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, es war ein Mann, der Cameron hieß. Oder so ähnlich. Cameron? Und der Knopf passt genau zu dem an seiner Jacke. Und den habe ich hier gefunden. Und wenn er in Notting Hill ermordet worden wäre, sollte dann sein Knopf hier in dieses Büro kommen. Cameron, sagten Sie Cameron? Ja, darüber darf ich eben nicht sprechen. Ich bin Zeuge Nummer 1, müssen Sie wissen. Aber es ist sonderbar. Sehr, sehr sonderbar. Oh, fühlen Sie sich nicht wohl, Madam? Es ist so heiß hier. Ja, und die gleiche Blutgruppe hat er auch. Aber auch das darf ich niemandem sagen. Wollen Sie damit sagen, dass Cameron in diesem Büro ermordet und seine Leiche woanders gefunden wurde? Ich habe nichts gesagt. Von mir erfahren Sie kein Sterbenswörtchen. Mrs. Piper, an dem Abend, als Sie dachten, Sie hätten meinen Mann gefunden, da hat Sie nicht zufällig jemand gefragt, auf welcher Etage das Büro meines Mannes ist. Erinnern Sie sich, Mrs. Piper? Ja, das stimmt. Er hat das Namensverzeichnis im Flur gelesen. Er war sehr groß und sah schön aus. Ja. Blaue Augen, ein kleines Schnurrbärtchen. Ja, und einen grauen Anzug hat er an. So einen, wie auch Mr. Marshall einen hat. Wer war das? Das weiß ich doch nicht. Verdächtigt die Polizei jemanden? Oh, nein, ich glaube nicht. Ach, wenn die einen Verdacht hätten, wäre ich die Erste, die es wüsste. Oh ja, das glaube ich auch. Oh, es ist Marshall. Guten Abend, Inspektor. Ich wollte meinen Mann abholen, aber leider habe ich ihn verpasst. So, so. Da Sie gerade hier sind, da möchte ich Sie etwas fragen. Bitte, Inspektor. Sagt Ihnen der Name James Cameron etwas? Ich glaube nicht. Bitte denken Sie nach. Nein, ich glaube nicht, aber man trifft natürlich so viele Leute. Wenn Sie ihn nur getroffen hätten, Mrs. Marshall, dann würde mich das nicht interessieren. Kennen Sie ihn gut? Wenn mein Gedächtnis mich nicht im Stich lässt, gar nicht. Warum? Er ist tot. Ja, das hörte ich. Es ist mir so rausgerutscht. Das kann ich mir vorstellen. Was haben Sie noch ausgequatscht? Nichts. Sie kennen doch meine schweigsame Art. Wenn ich will, dass die Öffentlichkeit von meiner Tätigkeit informiert wird, dann wende ich mich an Radio, Fernsehen oder an die Presse. Und nicht an Sie, Mrs. Piper! Schimpft schon wieder mit mir. War James Cameron Ihr Geliebter? Doch lächerlich. Sie haben bereits zugegeben, dass Sie einen Liebhaber haben. Weigern Sie sich immer noch, seinen Namen zu nennen? Es geht Sie nichts an. Wenn er ermordet wurde, geht mich alles an, was Sie irgendwie betrifft. Sie bleiben also dabei, dass Sie James Cameron nicht gekannt haben? Ja. Ach, ich gehe schon dran. Mrs. Marshall, bitte. Ach, Sie sind's. Wie geht es Ihnen? Wer ist es? Psst, ich kann alles verstehen. Wie läuft denn alles? So geht's voran? Nein. Oh, stellen Sie sich vor. Wer ich ist es? Inspektor Willis. Gibt es stellen der? Sie sich vor. Ich habe es. Ach. Willis Baxter. Ja? Beschreibung des Mannes. Gut, einen Augenblick. Ja, fang an. Trug einen grauen Anzug, rote Krawatte, dunkles Haar, circa 40 Jahre. Das ist er. Ruhe! Nein, nicht du, Willis. Bärtchen. Bärtchen. Blaue Augen. Blaue Augen. 1,80 ohne Hut. Circa 1,80. Gut.
Raus damit! Kennen Sie ihn, haben Sie geraten, oder können Sie Gedanken lesen? Er war hier in der Mordnacht. Ach, und warum haben Sie mir das nicht früher gesagt? Doch, das schien mir nicht so wichtig. Und außerdem haben Sie gesagt, es war ja einer von uns. Hat dieser Mann mit Ihnen gesprochen? Ja, er hat mich gefragt, in welchem Stockwerk Mr. Marshalls Büros wären. Und ich habe gesagt, ganz oben, aber er kann sich den Weg sparen. Es ist niemand mehr da. Um wie viel Uhr war das? Oh, kurz vor acht. Auf Ihrer Uhr oder auf Big Ben? Immer muss er mich ärgern. Was sagte er, als er hörte, dass niemand mehr da war? Danke. Und dann? Dann ist er zum Lift gegangen und hochgefahren. Mit anderen Worten, er nahm den Lift und fuhr hier herauf, obwohl wahrscheinlich niemand mehr hier war? Ja, ich habe ihn nur einsteigen gesehen. Wo er ausgestiegen ist, das weiß ich nicht. Sahen Sie ihn nicht zurückkommen? Nein. Mr. Marshall war noch hier. Laut Miss Selby hatte er um 8.15 Uhr eine Verabredung mit einem Mr. Warfield. Um diese Zeit kam ein Mann, auf dessen Beschreibung James Cameron passt. Der Arzt sagt, dass der Tod ungefähr um diese Zeit eingetreten ist. Ich glaube, ich sollte mich noch einmal mit Ihrem Gatten unterhalten, Mrs. Marshall. Ich möchte mehr über diesen Mr. Warfield hören. Ich möchte wissen, ob er da war. Wenn ja, dann hätte Ihr Mann ein Alibi, nicht wahr? Ja. Ich nehme es an. Ich glaube, es wäre doch besser, wenn Sie meine Frage beantworten, Mrs. Marshall. Kannten Sie James Cameron? Ja. War er der Mann, den Sie heimlich trafen? Ja. Danke, dann können wir also wieder von vorne anfangen. Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich nichts von seinem Tode wusste. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Mich verdächtigen Sie doch nicht, oder? Aber nein, natürlich nicht. Ihren Mann verdächtigt er. Ja, Sir, Mr. Marshall, Sir. Sie wollten mich sprechen? Ja, Mr. Marshall, noch eine Leiche. Was? Sie wurde in einer Seitenstraße in Notting Hill gefunden. Was habe ich damit zu tun? Sein Name ist James Cameron. Haben Sie jemals von ihm gehört, Sir? Nein, ich glaube nicht. Der Inspektor meint, Sie müssten ihn kennen. Er war ein Freund Ihrer Gattin, Sir. Du wusstest, dass es jemanden gab, nicht? Robert Westerby weiß nicht. Es war James Cameron. Nie wäre es so weit gekommen, wenn du netter gewesen wärst und dich mehr um mich gekümmert hättest. Ja, also ich glaube, wir trinken jetzt alle zuerst einmal eine schöne Tasse Tee. Wie wäre das? Eine der besten Ideen, die Sie je hatten. Das ist alles eine Frage der Zeit. Wenn wir lange genug warten, haben Sie bestimmt auch noch eine. Cameron ist tot, Mr. Marshall. Wussten Sie das? Wie sollte ich? In der Nacht, in der er ermordet wurde, blieben Sie länger im Büro als gewöhnlich. Das taten tausende von Geschäftsleuten. Ja, Sir, aber er ging in kein anderes Büro. Er kam zu Ihnen. Was? Hierher? Er wollte zu mir? Ich weiß es nicht. War er bei Ihnen? Bestimmt nicht. Ich habe den Mann nie gesehen. Um 8.15 Uhr hatten Sie eine Verabredung mit einem Mr. Warfield. Ja. Haben Sie sie eingehalten? Ja. Genau gesagt, ich schon, er nicht. Mr. Warfield erschien nicht? Nein. Wissen Sie, warum nicht? Ich habe keine Ahnung. Er schrieb mir einen Brief an meine Privatadresse und bat mich, ihn an diesem Abend zu treffen. Hier in diesem Büro? Nein. Hier um die Ecke ist ein Café. Da wollte er auf mich warten. Sie kannten ihn nicht. Wie sollten Sie ihn erkennen? Er schrieb, er würde mich ansprechen. Haben Sie seine Adresse? Nein, der Brief hatte keinen Absender. Sie glauben mir nicht? Hier, bitte. Bitte lesen Sie ruhig. Meine Frau und ich haben keine Geheimnisse voneinander. Nicht wahr, Claire? Tut mir leid. Warfield wollte mir den Namen deines Freundes sagen. Wahrscheinlich hätte er Geld gefordert. Aber daraus wurde nichts. Er kam nicht. Das ist alles. Auf der Maschine geschrieben. So
Und dass man keine Nachforschungen anstellen kann. Meinen Sie so? Ich was verpasst. Das Teewasser ist aufgestellt. Was machen Sie denn da? Schreiben Sie Ihre Memoiren? Genau wie ich dachte. Dieser Brief ist auf einer solchen Maschine geschrieben worden. Meinen Sie, dass es einer meiner Angestellten war? Entweder das oder der Chef selbst. Verzeihung, darf ich Mr. Marshall etwas fragen? Nein, Herr Doktor! Sie bleiben dabei, dass Sie noch nie etwas von einem Mr. Cameron gehört haben, Sir? Ja. Ich wollte nur sagen, auf Ihrem Block haben Sie lauter kleine Männchen gemalt. Ich habe es zufällig gesehen, als ich den Aschenbecher ausleerte. Und unter jedem stand J.C. Und James, das könnte doch James Cameron heißen, oder nicht? Sie irren sich. Ich glaube nicht. Ich habe den Zettel aufbewahrt. Hier ist er. Nun, Sir? Na schön. Ich gebe zu, dass ich von ihm wusste. Aber erst seit gestern Nacht, als ich Worfield nicht traf, kam ich zurück ins Büro, da ich noch einen Anruf aus Übersee erwartete. Ich fand einen Zettel auf meinem Schreibtisch. Der Mann heißt James Cameron. Darf ich den mal sehen? Den Zettel habe ich nicht mehr. Aber der würde Ihnen ja auch nicht weiterhelfen, denn ich hätte ihn ja selbst schreiben können. Es ist reiner Zufall. Ich kann ehrliche Antworten auf alle Fragen geben. Ich habe ihn nicht umgebracht. Lebend habe ich ihn nie gesehen. Nie lebend gesehen? So, meine Lieben, hier ist der Tee. Goddard! Auf Wiedersehen, Mr. Marshall, gebe ich mir an. Sie verdammter Idiot! Sehr wohl, Sir. Ihm nach! Gut, geht ihr schon. Er wird nicht weit kommen. Glauben Sie, dass er es war? Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Warum sollte er sich sonst aus dem Staub machen, weil er ein reines Gewissen hat? Das weiß ich auch nicht. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, würde ich gerne gehen. Sie mögen meinen Tee nicht. Tut mir leid. Mrs. Piper, ich brauche doch nicht so bleiben, oder? Nein, Mrs. Marshall, gehen Sie nur. Ich rufe Sie an, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Auf Wiedersehen, Mrs. Piper. Dann trinken wir unseren Tee eben allein. Danke. In diesem Haus ist nichts von Dauer. Leichen verschwinden, Knöpfe werden gestohlen. Lebende Menschen verschwinden vor unseren Augen. Als ob der Teufel drinnen stecken würde. Das wäre nicht so schlimm. Den Teufel würde ich schon finden. Der verschwindet wenigstens nicht. Sie meinten doch, der Brieföffner, der könnte die Mordwaffe sein. Ich sollte ihn besser an mich nehmen. Wo zum Teufel steckt er denn? Na, hier auf dem Schreibtisch. Nein, eben nicht. Da muss aber sein, weil er... Das weiß ich selbst. Ich sah aber nicht. Das sehe ich auch. Vielleicht ist er da irgendwo runtergerutscht. Nein, da ist er auch nicht. Aber er war doch die ganze Zeit hier. Warum jetzt nicht? Weil er weg ist. Wenn ich dieses Wort noch einmal höre... Ja, aber er ist doch weg, oder etwa nicht? In diesem Haus verschwindet einfach alles! Waren Sie eigentlich mal beim Varieté? Da hätte ich dich schon längst verschwinden lassen, Herr Reh. Thank you.
sterbe vor Langeweile. Ich sitze schon den ganzen Tag hier drin und tue nichts. Was ist daran so ungewöhnlich? Nichts tun macht nur dann Spaß, wenn man eigentlich was zu tun hätte. Nehmen Sie mir die Sache mit Mr. Marshall noch immer übel. Es ist ja nicht meine Schuld, dass er etwas von mir wollte. Er wollte nur nett zu Ihnen sein. Ja, wie alle mittelalterlichen Männer. Je ritterlicher sie sind, umso vorsichtiger muss man sein. Glauben Sie, dass der Chef der Mörder ist? Ich weiß, dass er es nicht ist, aber solange er sich versteckt, denken die Leute es natürlich. Meinen Sie nicht auch, er sollte sich stellen? Ich möchte nicht darüber sprechen. Oh bitte, nur so ohne Arbeit, dann weiß ich nicht, wie ich die Zeit totschlagen soll. Warum arbeiten Sie dann nicht? Nichts tun ist langweiliger als arbeiten. Aber arbeiten ist anstrengender, als sich zu langweilen. Gibt's was Neues, Mr. Westerby? Hat Miss Selby es Ihnen nicht gesagt? Was? Mr. Logan ist seit letzten Donnerstag aus den Ferien zurück. Nein. In der Bretagne war Hochwasser. Er dachte, dann säße er lieber zu Hause auf dem Trockenen. Dann könnte er es also auch gewesen sein. Theoretisch ja. Zur Zeit des Mordes war er in London. Sie sollten sich besser setzen. Geht es Ihnen nicht gut? Ich fühle mich noch ein wenig schwach. Soll ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Um Gottes Willen! Sie hat sich die ganze Zeit am Cognac festgehalten und erstaunliche Haltung gezeigt. Nein, da bleibt bei mir. Ja, ich bin dann draußen, wenn mich jemand sucht. Ist sie krank? Mrs. Piper hat gerade etwas sehr Unangenehmes mit mir erlebt. Sie hat die Leiche von James Cameron identifiziert. Oh, Verzeihung. Er weiß ganz bestimmt. Ich wusste gar nicht, dass Sie ihn kannten. Der Mrs. Piper hat bestätigt, dass er der Mann war, der in der fraglichen Nacht hier gewesen ist. Sie haben miteinander gesprochen. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Donald! Sir. Er sah eigentlich ganz gut aus, aber ohne die Narbe hätte er noch besser ausgesehen. Narbe? Ja, ja, da so quer rüber. Oh, Harry! Leer. Na, so etwas. Der muss verdunstet sein. Keine Neuigkeiten von Mr. Marshall? Noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Halten Sie ihn für den Mörder? Ich bin nicht hier, um meine Meinung zu äußern, Miss Selby. Mr. Marshall war's nicht. Ach nein? Nein. Sie wissen sicher, wer es war, nicht? Ach, interessiert es Sie? Sie können sich nicht vorstellen, wie. Ihre Meinung wollen Sie uns nicht sagen. Und meine wollen Sie wissen. Ja? Sir, Mrs. Marshall ist hier, Sir. Oh, Mrs. Marshall, nett, dass Sie gekommen sind. Haben Sie etwas von meinem Mann gehört? Nein, leider nicht. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Danke. Hallo, Robert. Rufen Sie Miss Reynolds. Oh ja, Sir. Sehr gerne, Sir. Miss Reynolds, bitte werden Sie so... Bitte, bitte. Bitte? Ich möchte mit Ihnen allen sprechen. Dort ist ein Sessel. Bitte nehmen Sie Platz, Miss Reynolds. Meine Damen und meine Herren, dieser Fall ist einzigartig in meiner Praxis. In meiner auch. Ein toter Mensch verschwindet und kommt dann zurück, lebend. Dann verschwindet ein Knopf und dann die Mordwaffe. Jetzt ist Mr. Marshall verschwunden, zum zweiten Mal. Hatsch! Und zum Schluss stellt sich heraus, dass Mr. Logan, der verreist gewesen sein soll und in dessen Büro die Leiche zuerst gesehen wurde, die ganze Zeit in London war. Warum hat mir das niemand gesagt? Wir wussten es nicht. Also, ich jedenfalls nicht. Ich wusste es auch nicht bis gestern Abend. Ich höre eben zum ersten Mal davon. Ich hab's gewusst. Es wäre sehr nett gewesen, wenn Sie mich ins Vertrauen gezogen hätten. Ich soll dir doch nur Ja oder Nein sagen. Es ist Ihre Pflicht,
jedermanns Pflicht, mir alle Details mitzuteilen. Aber auch wenn ich mich nur ansetzte, ein Wort zu sagen, haben Sie gesagt, ich soll den Mund halten. Ja, weil Sie reden wie ein Buch, wenn Sie schweigen sollen, und verschwiegen sind wie ein Grab, wenn Sie reden sollen. Ja, aber jedenfalls, Mr. Logan, hat niemanden umgebracht. Ich kann Ihnen meine Gefühle nicht schildern, wenn ich daran denke, dass ich dieses Verhör auch ohne Sie führen könnte. Woher wussten Sie, dass er in London war? Er hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich wüsste, wo seine Füllfeder ist. Das hätten Sie mir sagen sollen. Warum? Hätten Sie gewusst, wo sie ist? Miss Serby, Sie wussten, dass er in London war. Er hat Sie gestern Abend angerufen. Ich dachte nicht, dass das wichtig sei. Und Sie, Mr. Westerby? Miss Selby hat es mir gesagt. Heute Morgen. Ja, wenn Marshall tot wäre, dann wären wir alle verdächtig. Aber so hat Logan mit der Sache nicht mehr zu tun als, naja, als Sie. Mr. Logan hat sogar sehr viel mit der Sache zu tun. Er rief mich gestern Abend an und bat mich, ihn zu besuchen. Ich kam um 20.45 Uhr in seiner Wohnung an und Mr. Logan war tot. Was war er? Er ist ermordet worden, Miss Selby. Ich muss jetzt gehen. Was? Nein, aber bleiben Sie doch. Sie haben doch nichts zu befürchten. Das kann nicht wahr sein. Doch, leider, Mr. Westerby. Logan hatte Informationen, die mir nützlich sein konnten, aber leider kam ich zu spät. Und er nicht mehr dazu, sich über meine Verspätung zu beschweren. Wissen Sie, wer es war? Nein, Miss Reynolds, Sie? Ich? Warum ich? Eine Frau wurde gesehen, die um 8:50 zu ihm kam. Waren Sie das? Nein, sie hätte nicht das Herz, einen Mann umzubringen. Sie hängt zu sehr an Ihnen. Nie würde sie deren Bestand verringern. Mrs. Marshall? Ich weiß nicht einmal, wo er wohnt. Sie, Miss Selby? Fragen Sie mich, ob ich Mr. Logan getötet habe? Ich frage Sie, ob Sie ihn gestern Abend in seiner Wohnung besucht haben. Nein, ich war's. Sie waren gestern Abend in Logans Wohnung? Ja. Darf ich fragen, warum? Ja, um seine Füllfeder zu bringen. War das der einzige Grund? Nein, ehrlich gesagt, nein. Und was hatten Sie noch für einen Grund? Ich bin in seine Wohnung gegangen, um zu sehen, ob er Licht in diese Angelegenheit bringen könnte. Ich würde Sie am liebsten verhaften und ins Gefängnis sperren lassen. Lebte er noch, als Sie kamen? Ja, sogar noch, als ich ging. Um wie viel Uhr war das? Um gegen 9. Jetzt haben wir also schon 2 Morde. Was ich mich frage ist, wusste Mr. Marshall, dass Logan in London ist? Konnte er gewusst haben, dass er die Absicht hatte, sich mit mir zu treffen? Wer war gestern Abend noch in Mr. Logans Wohnung? Und wer hat ihn, um sich selbst zu retten, aus dem Weg geräumt? Also wenn Sie meine Meinung hören... Ich will Ihre Meinung nicht hören! Inspektor... Sie glauben, dass mein Mann James Cameron umgebracht hat? Glauben Sie auch, dass er Mr. Logan getötet hat? Ich weiß, Sie sind nicht hier, um Fragen zu beantworten, aber unter diesen Umständen... Na schön, ich werde Ihnen sagen, was meiner Meinung nach geschah. Wir nehmen an, dass Mr. Marshall wusste, dass James Cameron Ihr Geliebter war. Nehmen wir weiter an, dass er ihn hier treffen wollte, wenn niemand mehr da sein würde. Sie trafen sich, sie stritten sich und in der Wut tötete er ihn. Was musste er dann tun? Die Leiche verstecken. Sein Wagen war bereits im Hinterhaus geparkt. Er konnte natürlich die Leiche nicht über die Haupttreppe hinuntertragen, ohne gesehen zu werden. Der einzige Ausweg war die Hintertreppe, die er von diesem Büro aus erreichen konnte. Und... Später fuhren die beiden, fuhr er mit dem Wagen nach Notting Hill und versteckte die Leiche, wo sie dann auch gefunden wurde. Klingt das vernünftig? Es war alles ganz anders. Gingen Sie in Logans Wohnung?
und in sein Büro und sahen einen anscheinend toten Mann, ja oder nein? Ja. Gingen Sie dann hierher und sahen einen toten Richard Marshall, ja oder nein? Ja, aber... Danke, Mrs. Piper. Aber der Mann war nicht tot, Mrs. Marshall. Und als er die Konsequenzen ziehen musste, zog er es vor zu fliehen. Warum? Weil alles ganz anders war. Schweigen Sie! Nein, ich werde nicht schweigen und zulassen, dass Sie einen Unschuldigen verhaften. Ich will Ihnen sagen, was geschehen ist. Nein! Ich glaube, Sie sollten ihr zuhören, Inspektor. Schließlich ist sie Ihre Kronzeugin. Kronzeugin? Hören Sie sie an, bitte! Nicht im Leben. Herr, du hast immer schon einen Dickschädel, aber jetzt bist du völlig vernagelt. Na schön, dann erzählen Sie uns den Fall, wie Sie ihn sehen, Mrs. Piper. Also! Moment! Erfahren wir jetzt, was wirklich geschah? Oder was Ihrer Meinung nach geschah? Beides. Also, der Chef dachte, dass sich zwischen Ihnen beiden etwas abspielt. Und er hat Mr. Westerby nicht geglaubt, als er leugnete. Und dann am Donnerstag, da sollte dieser Warfield kommen. Oh, der kam aber nicht. Der schickte nur einen Zettel, auf dem stand, der Name ist James Cameron. Das wissen wir. Ja, wer weiß, dass wir das wissen. Aber was Sie nicht wissen, ist, was noch auf dem Zettel stand. Da stand, er ist jetzt in Logans Büro. Woher wissen Sie das? Ja, wer unterbricht jetzt? Hm? Natürlich ging der Chef in Logans Büro, um nachzusehen. Und da lag eine Leiche. Ja, jetzt war er ganz schön in der Klemme, denn der Mörder hatte die Türe abgesperrt. Woher wollen Sie das wissen? Na, das sticht doch ins Auge. Er war eingeschlossen, bis ich kam und aufgeschlossen habe. Er konnte sich nur noch ganz schnell hinter der Türe verstecken. Und als ich die Leiche sah, bin ich natürlich sofort zu meinem Mann hinuntergelaufen. Und dann hat Mr. Marshall alles genauso gemacht, wie du es gesagt hast, Harry. Gut gemacht, Mrs. Piper. Alle Achtung, meine Liebe. Mrs. Piper, ich bin Ihnen ja so dankbar. Das ist alles nur eine Vermutung. Ja, aber die ist sehr gut. Bitte setzen Sie sich doch, Mrs. Piper. Danke. Sie haben sie prima gemacht. Moment, bitte, Moment noch. So viel haben Sie in Ihrem Leben noch nicht nachgedacht, selbst wenn Sie alle lichten Momente zusammenzählen. Gernot! Wenn meine Vermutung stimmt, Piper, dann sitzt du 10 Jahre hinter Schloss und Riegel. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Von Richard Marshall. Donald! Ja, Sir. Gehen Sie sofort hinunter in Mrs. Pipers Wohnung. Sie werden Richard Marshall dort finden und bringen Sie ihn sofort hierauf. Ich wusste gar nicht, dass er dort ist, Sir. Ich auch nicht. Aber unsere Plaudertasche schon. Los, Mann, geht sie schon! Ja, sehr wohl, Sir. Ich bin ganz Ohr. Also gut. Jetzt kann ich den Rest auch noch erzählen. Als Mr. Marshall gestern hier weggelaufen ist, ist er nicht weit gelaufen, nein, nur runter zu Fred. Und als ich runterkam, da blieb mir die Spucke weg. Da saßen die beiden ganz gemütlich in meiner Küche und tranken und rauchten. Und da hat mir der Chef alles erzählt. Ja, genauso wie ich es Ihnen jetzt erzählt habe. Und ich habe gewusst, dass er die Wahrheit sagt. Ja, und deshalb habe ich auch versprochen, ihm zu helfen. Ich habe ihn nie sonderlich gemocht, aber er ist kein schlechter Mensch. Und Harry, er hat niemanden umgebracht. Mit anderen Worten, als Logan sie anrief, wusste Marshall davon? Ja. Hat er Ihnen gesagt, dass Sie zu Logan gehen sollen? Nein. Wo war er, während Sie weg waren? In meiner Küche. Wo war Ihr Mann? Na, wo wohl, als ihm einfiel, wie gut Korn schmeckt. Dann hat Marshall kein Alibi. Marshall hat kein Alibi, das beweisen könnte, dass er am Tod von Logan unschuldig ist. Er muss nicht beweisen, dass es nicht war. Sie müssen beweisen, dass er es war. Ich kenne das Gesetz.
Sir, Mr. Marshall, Sir. Herzlich willkommen, Mr. Marshall. Richard, Gott sei Dank, dass du gesund bist. Wahrscheinlich war es dumm, von mir unterzutauchen. Ja, Sir, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten. Ich hoffe, Mrs. Piper wird nicht darunter zu leiden haben. Sie war sehr nett zu mir. Es war mir ein Vergnügen, Sir. Sie kennt die Gesetze, das hat sie uns eben gesagt. Welche Strafe steht auf Beihilfe zur Flucht, bei Mordverdacht? Er kann es nicht erwarten, mich ins Gefängnis zu stecken. Stehe ich unter Arrest? Ich werde Sie bitten müssen, mich zum Yard zu begleiten. Ich habe noch einige Fragen an Sie. Verhaftet sind Sie noch nicht. Bitte verzeih mir, Richard. Ich allein bin an allem schuld. Nein, es ist genauso meine Schuld. Es tut mir leid. Wollen wir gehen? Wir wollen uns nochmal in Logans Büro umsehen. Ich möchte, dass Sie mir zeigen, was nach Ihrer Version geschah. Und Sie? Sie sollten mitkommen. Ja, wenn Sie wollen. Aber ich will mich nicht einmischen. Wir sehen uns dann später, Darling. Es hat keinen Sinn, dass Sie hier bleiben. Sie können gehen. Ach, danke. Ich kann bestimmt irgendwas tun. Nein, nein, danke schön. Aber Mr. Marshall. Sie könnten noch in Birmingham anrufen, bevor Sie gehen. Sagen Sie, ich könnte den Herrn leider morgen nicht treffen. Ja, natürlich. Und Jacques Frère in Paris. Wir wollten uns im Laufe der Woche treffen. Verschieben Sie das. Ich werde Sie entschuldigen. Danke. Sie sind morgen hier, Mr. Marshall. Entschuldigen Sie. Inspektor? Ja. Was soll denn jetzt werden? Ich weiß es auch nicht. Der Inspektor glaubt, dass Mr. Marshall schuldig ist, nicht wahr? Kein Kommentar, Madame. Ich wüsste zu gerne, wer die junge, attraktive Frau war, die Logan gestern besucht hat. Er hatte doch bestimmt Freundinnen, oder nicht? Na, jedenfalls wurde er von einem Mann umgebracht. Wer sagt das? Naja, eine Frau wäre doch sicher nicht stark genug. Das stimmt nicht. Ja, nehmen Sie zum Beispiel Miss Selby. Sie ist beinahe so groß wie ich und auch ganz schön kräftig. Solche Frauen gibt es viele. Was meinen Sie? Kein Kommentar, Sir. Sieht aus, als bekämen wir Regen. Kein Kommentar, Madam. Ich glaube, ich gehe ins Kino. Haben Sie niemals frei, Mr. Goddard? Doch, eigentlich heute Abend. Oh, wie schön. Ich glaube, ich gehe ins Odeon. Die letzte Vorstellung fängt um 8:45 an. Ja. Ein toller Film. Den will ich schon lange sehen. Wie heißt er denn? Keine Ahnung. Ja. Wiedersehen allerseits. Dann bis später. Ja. Mr. Westerby, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Ich war sicher, dass Sie eine Affäre mit Mrs. Marshall hatten. Es war dumm, dass ich mich darüber geärgert habe. Diese ganze Geschichte hat die Marshalls wieder zusammengebracht. Was meinen Sie? Kein Kommentar, Madam. Sie können ihm wenigstens helfen. Ich kann gar nichts tun. Ich habe versucht, ihm zu helfen, wo ich konnte. Jetzt bin ich nicht mehr gebraucht. Was meint sie mit, ich habe versucht, ihm zu helfen, wo ich konnte? Fehlt dir noch, jetzt spiele ich auch schon Detektiv. Dabei haben wir mehr als genug. Finden Sie nicht auch? Mrs. Piper und der Inspektor ergänzen sich sehr gut, Sir. Ich muss jetzt telefonieren. Entschuldigen Sie mich bitte. Hey! Joggert, Sie verdammter Idiot! Ist ja wohl so. Aus dem Weg! Ja. Mir fiel plötzlich ein, dass das Ganze ein ausgezeichnet vorbereiteter Plan sein muss. Wie stellen Sie sich denn vor? Ich scheine jemandem im Wege zu stehen. Jemand, der weiß, dass meine Frau mit Cameron bekannt war?
und dass ich sehr eifersüchtig bin. Wenn man Cameron ermordet in meinem Büro finden würde, wäre ich natürlich verdächtig. Ohne Beweise könnte Ihnen das nichts anhaben, Sir. Mit einem Verdacht hat man sich auch nicht begnügt. Es wurde alles so aufgezogen, um mich zu belasten. Das sagen alle. Ich fürchte, Sie müssen sich etwas anderes einfallen lassen, Sir. Wenn Sie mir nicht glauben, ist der Plan gelungen. Sie glauben mir nicht, weil ich nichts beweisen kann. Und er wusste, dass es so kommen würde. Wenn Sie etwas beweisen können, Sir, dann will ich es gerne glauben. Aber ich sagte doch, dass ich es nicht kann. Aber ich kann. Schweigen Sie. Was sagen Sie? Ich habe gesagt, ich kann beweisen, dass Mr. Marshall die Wahrheit sagt. Sie haben mir doch nicht schon wieder Informationen vorenthalten. Nein, ich habe Ihnen nichts vorenthalten, aber ich habe eine Idee. Mrs. Piper, weil ich ein geduldiges Schaf bin, habe ich mir eine Erklärung angehört, die so bunt ist, dass man sie im Farbfernsehen zeigen könnte. Und jetzt haben Sie plötzlich eine Idee? Goddard! Man hat's nicht leicht mit dir, Harry. Willst du dir für den Rest deines Lebens einen Justizirrtum vorwerfen lassen? Nein! Und deshalb gehen wir jetzt zum Yard! Goddard! Verdammt nochmal, steckt denn der schon wieder? Dickschädel! Aber ich habe dich bisher immer für fair gehalten. Na schön. Dann verraten Sie mir Ihre Idee. Wen haben Sie in Verdacht? Unseren Freund? Westerby! Und ich weiß auch, wie ich ihn überführen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Na, so etwas. Dann soll ich also den Fall doch noch nicht ganz an Sie abgeben? Geben Sie ihr und auch mir doch die Chance. Ich gebe Ihnen genau 10 Minuten. Mit Gott, wo waren Sie? Sir, ich habe nur nach dem Rechten gesehen, aber es ist wieder alles in Ordnung, Sir. Kommen Sie herein und schließen Sie die Tür! Aber, Sir, ich bin... In 10 Minuten verlassen wir das Haus. Mr. Marshall wird uns zum Yacht begleiten. Ja, hör zu, Harry. Ich möchte, dass der junge Mann und Mr. Marshall hinausgehen und du hier bleibst. Das erkläre ich dir, wenn wir allein sind. Bitte, tun Sie so, als ob Sie gingen, aber kommen Sie zurück und... Warten Sie draußen! Goddard! Haben Sie nicht gehört, was unser Feldwebel gesagt hat? Soll ich jetzt draußen warten, Harry? Lass Sir? Kommen Sie in 10 Minuten zurück. Sehr wohl, Sir. Kommen Sie, Mr. Marshall! Der Wagen wartet unten. Wir fahren jetzt aufs Yard! Und jetzt werde ich Mr. Westerby hereinrufen und ihn fragen, warum er Mr. Cameron und Mr. Logan getötet hat. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber ich? Die Sache hat nur einen Haken, er wird es Ihnen nicht sagen. Ja, über Staunen, er wird es mir sagen. Du kannst dich nicht hersetzen. Wenn der wittert, dass du hier bist, ist er doch verschwiegen wie ein Grab. Also soll ich draußen warten? Nein, drinnen. Wo drinnen? In diesem Kasten. Sie erwarten doch nicht, dass ich da hineinkriege. Du hast versprochen zu helfen. Ich habe nicht versprochen, mich da in einen Kasten hineinzuzwängen. Nein, aber du musst dich doch nicht zwängen. Du bist doch so schlank. Hier, mach keinen Lärm. Ja, bitte, mach nur gar keine. Was ist denn hier los? Oh, Mr. Westerby. Mr. Westerby, haben Sie schon gehört? Mr. Marshall ist verhaftet worden. Das war wohl abzusehen. Oh, Mr. Westerby, hätten Sie einen Moment Zeit für mich? Ich bin sehr beschäftigt, Mrs. Piper. Was gibt's denn? Ja, sehen Sie, noch vor kurzem wären Sie der Letzte gewesen, den ich verdächtigt hätte. Das ist aber nett von Ihnen. Nicht wahr? Aber dann waren da ein paar Dinge und da habe ich angefangen, mich zu wundern. Und worüber haben Sie sich gewundert? Ja, zuerst habe ich ja noch gedacht, ich hätte mich ja auch getäuscht haben können, aber dann,
Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich mag Sie so sehr, dass ich der Polizei nie sagen würde, was ich weiß. Und was wissen Sie, Mrs. Piper? Noch zum Beispiel, dass Mr. Cameron am Donnerstag nicht nach Ihnen gefragt hat. Nein, nicht nach Marshall gefragt hat, sondern nach Ihnen. Nach mir? Ja. Unmöglich. Doch, doch, doch. Und dann haben Sie gesagt, Sie hätten Mr. Cameron nie gesehen. Und? Und als ich sagte, er hätte eine Narbe im Gesicht, da haben Sie ganz schön verdattert reingeschaut. So. Daran erinnere ich mich gar nicht. Ach, das macht nichts. Ich erinnere mich für uns beide. Sie hatten ihn gesehen und Sie wussten nur zu genau, dass es da keine Narbe gab. Und noch etwas, Mr. Westerly. Sie haben dem Inspektor gesagt, Sie hätten nicht gewusst, dass Mr. Logan wieder in London wäre. Ja. Das stimmt doch auch nicht. Als ich bei Mr. Logan war, habe ich ihm alles erzählt. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Er hat gesagt, aber ich habe doch mit Mr. Westerby telefoniert und ihm gesagt, dass ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Hat er das gesagt? Ja. Und werden Sie das jetzt alles der Polizei mitteilen? Ja, ich habe doch keine andere Wahl, oder? Nein. Nein, Mrs. Piper. Sie haben keine andere Wahl. Mr. Westerby, haben Sie die Türe abgesperrt? Meinen Sie, es kommt jemand? Man kann nie wissen. Mr. Westerby, Sie haben zwei Menschen umgebracht. Jawohl, Mrs. Piper. Das ist nicht sehr schön. Aber warum haben Sie das gemacht? Sie müssen doch einen guten Grund gehabt haben. Oh, ich hatte einen sehr guten Grund. Ihnen kann ich es jetzt sehr ruhig sagen. Wie schön, wenn man sich jemandem anvertrauen kann. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, 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 ich... Setzen Sie sich, Mrs. Piper. Ja, mit einem Schlag bin ich die beiden Männer losgeworden, die ich am meisten hasste. Cameron und Marshall. Wissen Sie? Ich will Claire. Und jetzt, wo Cameron tot ist, habe ich keinen Gegner mehr. Sie mag mich. Sie mag mich sogar sehr. Und da Marshall auch nicht mehr in greifbarer Nähe ist, übernehme ich sogar noch die Firma. Es war eine meiner besten Ideen. Ein Brief an Cameron, unterschrieben mit Marshall, und einer an Marshall, unterschrieben mit Warfield. Ich bat Cameron, hier um 8.15 Uhr zu erscheinen. Und als er kam, wartete ich auf ihn, während Mr. Marshall auf den nicht existierenden Mr. Warfield wartete. Verstehen Sie? Was ich nicht verstehe, ist, was Sie gegen den armen Mr. Logan gehabt haben. Wir hatten in den letzten Jahren ein paar Geschäftchen miteinander getätigt. Er wusste, dass ich Claire will. Und als Sie zu ihm gingen und ihm erzählten, was hier vor sich geht, ja, da verdächtigte er mich. Na, stellen Sie sich das vor, Mrs. Piper. Mich? Er rief mich an und sagte, Geld würde er gerne verdienen, egal wie, aber mit Mord möchte er nichts zu tun haben. Er wollte zur Polizei gehen. Ja, und das konnte ich doch nicht zulassen, oder? Nein, 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 nein. Ich mochte ihn. Ich mochte ihn sehr gern. Er tat mir richtig leid, aber ich musste ihn irgendwie loswerden. Und auch Sie. Mrs. Piper, auch Sie habe ich so furchtbar, furchtbar gern. Ich muss Ihnen noch etwas sagen. Inspektor Baxter ist in diesem Kasten versteckt und er hat jedes Wort gehört, das Sie gesagt haben. Es
Sie blöffen, Mrs. Piper. Ich kann Sie nicht beweisen. Harry, du kannst rauskommen. Harry, Harry, bitte sag doch, dass du da drin bist. Harry! 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 Harry, bitte! Mrs. Piper? Ich habe auf den Autobus gewartet. Warum haben Sie mich nicht herausgelassen? Ich habe den Griff ausgelassen. Sehr witzig. Man will mich umbringen und das Auge des Gesetzes schläft. Geschlafen? Ich wäre beinahe erstickt in dem verdammten Ding da. Mr. Westerby, ich verhafte Sie wegen Doppelmordes an James Cameron und Mr. Logan. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Strengen Sie sich nicht an. Ich gebe auf. Wollen Sie ein Geständnis ablegen? Wenn ich Ihnen damit eine Freude mache. Donald! Sir? Führen Sie ihn ab! Wen jetzt, Sir? Wen jetzt, Sir? Hätte Ihnen den Hals umdrehen sollen. Ja, ja, morgen, Sir, kommen Sie. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Sie können mich ja zum Direktor machen. Nein, 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 bloß nicht. Aber da Sie nicht Direktor werden wollen, mache ich Sie zu meinem stillen Teilhaber. Still? Das schafft ihn nie. Frauen wie Sie sollte man auf eine Insel im Indischen Ozean deportieren lassen, wenn wir da noch Kolonien hätten. Wenn du nicht lieb bist, kommst du wieder in den Kasten. Thank you.
Applaus